Herzlich willkommen, liebe FIFA-Karrieremodus-Freunde, und zwar heute zum Champions Cup Vorschau FC Copenhagen gegen den Hamburger Sportverein. Ja, was soll man großartig sagen? Das ist unser erstes Champions League-Spiel. Wie geil ist das denn bitte? Allein, dass wir es hier so hin geschafft haben. Kurze Kontrolle über die Energie, die Form etc. steht alles. Und das ist ein Gegner, der machbar ist. Gut, ein bisschen klüger wäre es jetzt gewesen, wenn ich mal allgemein in unsere Gruppe geguckt hätte, der Interesse halber. Aber ich denke, dass wir auch so keine großartigen Probleme damit haben sollten, hier vielleicht einen Sieg zu erzielen. Und wie geil wäre das? Ganz im Ernst. Erstes Champions League Spiel in Sieg 1-0, 2-0, 3-0. Das wäre doch mal überragend. Schalten direkt schon mal auf individuell 7 als Taktik. Das ist doch mindestens mittlerweile der Hamburger Standard, den wir hier einschlagen. Denn ich lasse hier natürlich jedes Mal gerne wieder die Taktik vom FC Kotenascher, unserem Ultimate Team Verein, in ja, unseren Karrieremodus einfließen. So einfach kann man das sagen. Auch erster Ball gleich hoch auf Lukaku. Lukaku läuft schon mal wieder wie eine Maschine, zieht nach innen. Und Van der Vaart 1-0. Vierte Minute, Rafael Van der Vaart. Der Holländer ist zurück mit dem Jubel und dem langen Lauf Richtung Mittellinie. Wieder einmal Lukaku mit einer brachialen 1A geilen Vorlage. Hier sieht man es nochmal. Schön am Spieler vorbeigezogen und dann einfach Van der Vaart unten links in die Ecke mit dem Vollspann gezogen. Und da sieht Copenhagen ganz schön scheiße aus. Und ich werde jetzt diesen Namen nicht mehr so blöd betonen. Also verzeiht mir, ne, nicht, dass wieder irgendeiner heißt, das heißt nicht Copenhagen. Ne, das habe ich einfach nur so gesagt, weil wegen, keine Ahnung, vielleicht dachte ich ja, das wäre witzig. Ich habe keine Ahnung, aber egal. Wir können uns freuen, 1-0. Und die Führung muss möglichst lange anhalten. Oh mein Gott. Claudemir hat hier probiert, einen erfolgreichen Abschluss zu finden. Und natürlich heißt es oh mein Gott und nicht oh mein Glott, ne? Also, bevor hier mir wieder jemand den nächsten Versprecher anzettelt. Jesse auf Esswein. Esswein verspringt der Ball ein wenig zu doll. Oh, nicht auskontern lassen. Schön, Koyate. Überragend. Lukaku ganz runter auf Dulofeu. Der kommt aber nicht wirklich zum Zug, wurde abgedrängt. Claudemir probiert hier wieder das Bestmögliche rauszuholen, wird aber auch wieder mehr oder weniger vom Ball getrennt. Jesse spielt runter auf Aogo, der zieht an Bolanos vorbei. Und Dulofeu probiert hier einen erfolgreichen Kopfball hinzulegen. Die ersten 20 Minuten bzw. Viertelstunde ist gespielt. 20 Minuten dauert noch ein klein wenig. Ich will hier nicht voreilig Entschlüsse ziehen. Aber wir haben ja einen super geilen frühen Treffer hingelegt. Das merkt man auch direkt an der ganzen Euphorie der Mannschaft. Jetzt holt ihr Dulofeu auch noch einen Einwurf. Elfmeter, schön wär's auch wieder. Ich muss runterkommen. Das Tor hat mich so doll weggeflasht. Ich verspreche mich hier gerade in einer Tour. Tief durchatmen haben. Und dann geht das auch, ne? Als Trainer muss man Ruhe bewahren. Und hier nochmal Lukaku. Jesse. Ach, schade. Wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr geiler Schuss geworden. Wäre der ansatzweise aufs Tor gekommen. Mein Mund tut ein bisschen weh. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Blase habt auf der Innenseite? Ich habe mich, glaube ich, verbrannt oder so ein Kram. Ich weiß das gar nicht. Ist auf jeden Fall ein bisschen eklig. Aber es tut jetzt nichts zur Sache. Jetzt sind 20 Minuten rum. Wir sind immer noch hier hart in Führung. Definitiv, ne? Und unser Gegner heißt sogar FCK. Boah, das Kürzel vom FC Kotenascher geklaut. Das ist ja mal eine Frechheit. Würde ich doch mal dem Verein ganz dreist unterstellen. Vielleicht werden wir dann nochmal ein paar Millionchen einfahren für ja, Urheberrechtsverletzung. Natürlich liegt das oder der Kürzel für FCK beim FC Kotenascher. Ist doch ganz klar. Nun, es war ein ganz alleine vorm Tor. Den muss er doch machen. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Jetzt kriege ich auch noch eine Nachricht aufs iPad. Kleinen Moment. Ah, mal sehen, vielleicht ist das ja relativ interessant. Wer hat Hunger? Ja, egal, da kümmere ich mich gleich drum. Erstmal den Part zu Ende spielen. Wie sieht's hier aus? Ogbonna. Auf Claudemir. Claudemir wird aufgehalten. Ottesen ist momentan bei dem Gegner als Spieler ausgewählt. Nun, Dulofeu. Dulofeu zieht. Dulofeu zieht weiter, wollte ich sagen. Mann! Ich glaube, ich sollte einfach jetzt das Sprachtempo ein wenig runterschalten. Vielleicht liegt es da dran. Oder vielleicht hätte ich heute auch erstmal was essen sollen. Ist hier gleich 18 Uhr und ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen. Da macht der Kopf wahrscheinlich nicht immer so ganz mit. Nun Esswein.
Ach, Ball viel zu weit vorgelegt. Schade. So. Ruhe waren hier jetzt nicht Ende der ersten Halbzeit einen Gegentreffer kassieren. Das wäre sehr, sehr blöd. Oh, Bolanos. Ja, wir ziehen nach innen und Aogo. Oh, sehr geil gemacht, Chessé. Hoch auf Jiracek. Viele haben ja gefragt, warum, oder nicht viele, manche haben sich gefragt, warum ich Jiracek spielen lasse und nicht Badej. War das Badej? Milan Badej war das, glaube ich, auch ZDM ist. Relativ einfach zu erklären. Das liegt daran, dass ich einfach vom Gefühl her in den Spielen mehr Vertrauen in Jiracek hatte. Der hat einen super Job im ZDM gemacht. Da fand ich Badej einfach nicht so überzeugend. Und nun ein ganz langer Ball auf Esswein. Ganz langer Ball auf Esswein. Kriegen wir den reingezogen? Ah, leider nicht. Nochmal Esswein. Probier nachzuhaken. Schön. Jetzt muss die Flanke. Ach, was war das denn? Chessé hätte da, ne, an der richtigen Position vielleicht gestanden. Wobei es ja auch nicht der Kopfballstärkste. Da hätte man jetzt auch nicht zu viel Hoffnung in die Flanke legen dürfen. Geschweige denn, man darf Esswein jetzt keinen großen Vorwurf machen. So kann man das, denke ich mal, relativ gut festhalten. Wieder Jiracek. Genau solche Situation meine ich. Abgesehen jetzt vom Pass. Der Pass war nicht so doll, aber es war auch ganz allein meine Schuld. Denn der konnte, ganz ehrlich, fast gar nicht ankommen. Oh, da standen wir hinten wieder sehr, sehr sicher. Er hätte auch den Querpass spielen können auf den linken Mittelfeldspieler, aber zum Glück hat das alles noch geklappt. Oh, was ist hier denn jetzt? Skype? Ja, mache ich. Schneit das bei euch eigentlich auch so super krass? Also hier in Norddeutschland geht es gerade ab wie Schmitz Katze. Ganz viele schnelle Bälle auf Esswein. Esswein läuft. Esswein, nein. Oh, was wäre das denn für ein Spielzug gewesen? Redet hier über Schneien und so ein Kram und in der Zwischenzeit schneiden wir, um hier jetzt mal bei der Wortgruppe oder beim selben Wort zu bleiben, schneiden wir durch die Abwehr vom Gegner. Sehr, sehr geil. Angeschnittener Schuss von Van der Vaart, wurde aber vom Innenverteidiger geblockt und nochmal Lukaku. Lang oder Lung Junior nennt sich der Torwart von Kopenhagen. Und Juff, so, was macht der denn da? Ist das ein anderer? Gibt es mehrere, die so heißen? Also Juff? Ich weiß es nicht. Ne? Den Namen habe ich dann ja letztendlich nochmal vom deutschen Kommentator nachgeguckt. Und da wurde er Juff genannt. Also, ja. Ne? Um das jetzt nochmal kurz festzuhalten, warum ich den jetzt so nenne. Wieder Lukaku. Wird hier diesmal aber abgerannt. Schade. Juff auf Jakobsson. Und ja, den Namen kann ich so schnell gar nicht lesen. Da muss ich mich zu sehr aufs eigene Spiel konzentrieren. Abdelu irgendwas. Juff auf Abdelu, das kann gut sein. Sofern er französischer Herkunft ist oder belgischer Herkunft, da gibt es ja auch viele französische Namen etc. Und Achtung, ah, sehr gut nochmal gerettet. Da haben die jetzt hier nachher Wende ein bisschen Druck gemacht. Ne? Das müssen wir den jetzt mal lassen. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Oh mein Gott! Was für ein Riesenpatzer von René Adler. Was war das denn für ein Pass? Habt ihr extra nach ganz unten gezielt? Mal gucken, vielleicht klappt es zu der Seite. Jo, hier passt es. Keine Ahnung. Also hätten wir jetzt ein Gegentor bekommen, da wäre ich ziemlich grantig geworden, um ganz ehrlich zu sein. Denn das wäre irgendwie blöd gewesen. Wieder Dulofeu ganz runter auf Lukaku. Ach, komm schon. Ball ganz hoch auf Jürgensen. Ah, was macht der? Zieht. Ah, wuchstelt ein bisschen rum, aber wieder steht Kouyaté da grandios zur Stelle. Lukaku. Van der Vaart. Ach komm, das war Quatsch. Da muss Van der Vaart gleich auch raus. Der Typ taugt jetzt nichts mehr. Zu lange spielen gelassen. Ich werde, glaube ich, auch in Zukunft Leitner immer erst spielen lassen. Da die Entwicklung mir bei Leitner wichtiger ist als der Status von Van der Vaart. Und da, ja, Esswein! Und den rechts in der 68. Minute, das kann doch nicht wahr sein. Haben wir die ganze Abwehr nochmal ausgehebelt mit einem großen Fehler der Innenverteidigung. Aber warum nicht? Davon profitieren wir. Da können wir uns doch selber auf die Schulter klopfen und sagen, zum Glück haben wir jemanden wie Esswein, der den verwandelt. Ganz einfach. Nun wird natürlich auch gewechselt, wie ich es eben gerade schon angesprochen habe, auch sehr, sehr wichtig. Und ja, gut konditionell muss man sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Mal sehen. Ja, wie sieht's hier aus? Ja, mal gucken, ob ich das mache. Mal sehen. Ich war gerade noch mal kurz auf dem Desktop.
Dulof EU verlässt wieder mal den Platz für Beister. Und die anderen Auswechslungen sind halt die typischen. Van der Vaart runter für Leitner. Und oh, wen haben wir denn jetzt noch ausgewechselt? Bade für Rodriguez. Ja, das liegt daran, dass ich Rodriguez gerne schonen möchte. Jetzt stelle ich auch noch auf sehr defensiv, auf Konter, damit das alles sich jetzt ein bisschen defensiver verschieben wird. Leitner ganz runter auf Beister. Beister bringt frischen Wind. Lukaku, schade. Schade. Ich hoffe, dass auch Beister, der hat ja jetzt schon mal ein Tor geschossen und macht diese Saison einen deutlich besseren Eindruck als letzte Saison, als er von Düsseldorf kam. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dieses Bild sich weiter stetig entwickelt, auch positiv. Leitner wieder ganz ruhig, da kennt er nichts. Jetzt muss der Ball ganz lang auf Lukaku kommen. Lukaku setzt sich natürlich mit seiner Stärke durch. Lukaku schießt. Ach, verdammt. Also ich kann diesen Spieler euch jedes Mal nur wieder aufs Neue ans Herz legen. Wenn ihr noch nicht allzu viel spielt oder allzu weit weg seid, holt euch Lukaku. Der Typ ist einfach eine Bombe. Ganz im Ernst. Boah, was ist denn hier los? Jiracek. Oh, da sind wir nicht ganz erfolgreich aus dem Zweikampf rausgegangen. Bade patzt jetzt auch nochmal. Und irgendwie ist der Abschluss von Kopenhagen einfach super schlecht. Das andere fällt mir dazu gar nicht irgendwie ein, um ehrlich zu sein. Aber mal sehen. Komm hier, nochmal Beister, Leitner. Wieder auf Lukaku. Boah, nochmal gegähnt. Verdammt, tut mir leid. War auf jeden Fall nicht ganz erfolgreich. Langer Ball. Boah. Oh, guckt euch diesen Adler an. Das ist so krass. Da kann man sich so hart drauf verlassen, dass der Typ einfach im Normalfall alles hält. So geil. Und jetzt geht doch. Schön wieder auf Lukaku, der einen super Laufweg hingelegt hat. Ein Foul. Den probieren wir nochmal direkt. Och, Lukaku, komm. Das ist, finde ich, auch noch ein riesiger Fehler. An der neuen Ausführungstechnik der Freistöße, den schnellen Ausführungen, beziehungsweise sie wurden ja einfach nur überarbeitet, verbessert, dass, wenn man den Pass spielt, man eine sehr, sehr lange Zeit der ausführende Passgeber bleibt, also der Freistoßausführende, was sehr, sehr blöd ist, denn da gehen glorreiche Sekunden verloren. Oh, was ist da nur los? Schöner Ball von Bade, der eine super Flanke hingelegt hat, natürlich auch Esva mit einem super Kopfball, dass da der Keeper den hält, das kann man natürlich nicht erahnen oder riechen. Wieder Koyate runter auf Diekmeyer. Oh, was ist denn nun? Freistoß für unseren Gegner. Das will ich mir nochmal kurz in der Wiederholung angucken, was hier jetzt passiert ist. Ja, richtige Kammerposition finden. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, aber mich interessiert das, um ehrlich zu sein, weil ich da drin keinen Foul gesehen habe. Also lässt sich drüber streiten. Schiedsrichter wird jetzt vielleicht sagen, ja, hier dies, das, jenes. Aber jetzt, als ehemaliger Fußball oder noch halbaktiver Fußballer, war das für mich ganz klar gar kein Foul. Ganz im Ernst. Aber ist ja auch okay. Weil, wäre jetzt hier das 2:1 gefahren, hätte ich mich wahrscheinlich wieder zu Tode geärgert. Weil ich am Ende des Jahres möchte, dass René Adler wieder eine Bombenstatistik hat. Der Typ hat das einfach verdient. Und es wäre schon sehr geil, wenn er hier sogar als Torwart des Jahres rausgeht oder so. Ich würde es ihm wirklich gönnen. Wir haben 2:0 gewonnen. Es war ein Van der Vaart. Hat beide Male Lukaku vorbereitet? Ich glaube ja. Das erste auf jeden Fall. Ob das zweite auf Lukakus Kappe geht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der Spieler des Tages. Das klingt doch sehr gut. Und das ist Kopenhagen. Nicht Kopenhagen. Tut mir leid. Ne? Oder das liegt jetzt an der Schreibweise. Vielleicht ist das unser Kopenhagen. Ich weiß es gerade nicht. Das Zeichen sagt mir selber nichts. Das ist wieder, weiß ich, so ein Ding für die kleinen Peniblen. Ihr macht das schon. Kriegt das eher hin. Schreibt es einfach in die Kommentare und gut ist. Der Hut soll mir egal sein. Ja, Ogbonna zeigt seine Klasse. Top-Spieler bringen Top-Leistungen. Das kann man doch, denke ich mal, so stehen lassen. Und jetzt kommt auch schon wieder fast direkt das nächste Bundesligaspiel gegen VfB Stuttgart. Gucken wir mal. Ogbonna hat sich aber noch nicht verbessert. Das finde ich ziemlich krass. Koyate, ja, ist gewohntes Bild. Dulof EU, Rodriguez auch noch nicht. Lukaku um 1, Esven um 2, Bade um 1. Das ist halt Son auch um 1. Das ist ein Bild, was uns bis dato bekannt ist. Sagen wir es mal so. Und ich werde jetzt nochmal kurz speichern. Und mal gucken. Simulieren wir mal bis zu Stuttgart, würde ich mal sagen. Hier Stuttgart 21. Guck
gucken jetzt mal in unseren Kader, wie das jetzt formtechnisch aussieht. Son leicht verletzt. Lassen wir ihn für Lukaku spielen? Ich denke mal, die Entscheidung dürft ihr treffen. Wollt ihr sehen, dass ich Son spiele oder spielen lasse oder lieber erstmal Lukaku? Ich weiß es nicht. Speicher nochmal, denn jetzt kommen zwei Spiele sehr, sehr eng beieinander. Einmal gegen Stuttgart, einmal gegen Bremen. Naja, das war's von meiner Seite aus. Ich bin euer Hahn. Bis zum nächsten Mal.